Ein Ball, 11 Jungs und nur ein Ziel. Mehr Tore schießen als die gegnerische Mannschaft. Das ist auch das Ziel von Johannes und seiner Mannschaft. Denn nach 48 Stunden Training müssen sie ein Fußballspiel gewinnen. Ja! Ja, Hilfe! Ja, Mel! Bleib hier! Hallo, Ball! Kann es Johannes? Johannes. In den nächsten 2 Tagen möchte ich in einem Sport besser werden. Der wird auf der ganzen Welt gespielt. Und auch überall. Der wird auf der Straße gespielt, auf dem Schulhof, auf dem Bolzplatz, im Verein. Ich spreche von Fußball. Fußball ist ja ein Teamsport und der schafft es, Menschen mit ganz unterschiedlicher Herkunft zusammenzubringen. Und das finde ich faszinierend. Deshalb treffe ich heute einen Trainer, der spielt selber in einer Mannschaft mit Jungs, deren Familien aus ganz verschiedenen Kulturen stammen. Und dieser Trainer ist Mohamed. Hallo, ich bin Mohamed, bin 12 Jahre alt und spiele seit 6 Jahren Fußball. Ich komme aus dem Iran und bin seit 6 Jahren in Deutschland. Die Jungs aus meiner Mannschaft sind auch wirklich wie eine Familie für mich. Wir kommen aus zig verschiedenen Ländern der Welt. Ich komme aus Irak, Türkei, Afghanistan, Albanien, aus Deutschland, Marokko, Saudi-Arabien, Pakistan, Kamerun. Das Tolle am Fußballspielen ist, dass man zusammenspielen kann als Mannschaft. Und wenn man gewinnt, verliert, ist man nicht alleine, sondern halt sozusagen eine Familie. Ich freue mich am meisten, dass ich Johannes ein paar Tricks zeigen kann, wie man mit dem Ball umgeht und ein paar Torschüsse. Hi Johannes. Hi Mohamed. Sag mal, was ist denn eigentlich der große Unterschied zwischen Fußball im Iran und Fußball in Deutschland? Im Iran gibt es nicht so die Gelegenheit, im Verein zu spielen. Ja, und dann? Wie spielen die Leute dann da? Auf der Straße oder im Hof. Aber wir spielen auf einem Platz oder spielen wir auch auf der Straße? Nee, wir spielen auf dem Platz. Okay. Von dort muss Johannes in 48 Stunden zeigen, was er von Mohamed gelernt hat. Seine Aufgabe? Er muss in einem Fußballspiel mindestens ein Tor schießen. Und seine Mannschaft darf nicht verlieren. Mohamed, kriege ich das denn hin? Mit dem richtigen Training schon, ja. Da kann ich mich ja auf was gefasst machen. Und so sieht der Trainingsplan für die nächsten 2 Tage aus. Als erstes steht Ballführung auf dem Programm. Johannes wird lernen, wie man den Ball richtig annimmt und abspielt. Später kommt dann die Bewegung dazu. Johannes lernt, im Laufen zu passen und hohe Bälle anzunehmen. Am nächsten Tag zeigt ihm Mohamed, wie man einen Gegner umspielt. Und zum Schluss bekommt Johannes den Torschuss beigebracht. Mit und ohne Gegner. Dann lass uns loslegen, aber nicht ohne, dass wir die wichtige Frage dieser Sendung gestellt haben. Und die wäre: Kann es Johannes? Also, wir fangen jetzt an mit den verschiedenen Ballführungen. Die erste geht so: Du stellst dich seitlich hin, ja, streichelst halt mit deinem Bein quer über den Ball. Ich streichle über den Ball? Ja. Das war mir wirklich neu, dass man einen Ball streicheln muss. Ich dachte immer, man schießt den. Man tritt ihn. Streichel. Streichel. Das machst du gut. Danke. Ah. Ah. Aber ja? Was, wenn ich dir den Ball wegnehme? Das ist unfair. Was machst du dann? Ich weiß nicht. Dann drehst du dich halt einmal in die andere Richtung und danach kann dir auch keiner den Ball wegnehmen. So, jetzt komme ich von der anderen Seite. Jetzt habe ich verstanden. Okay. Vertauschte Rollen. Ja. Okay, wo bist du? Geh weg! Geh weg! Du bist eine Klette! Hey! Hey, Giri, der will mir den Ball wegnehmen. Das ist unfair. Nein! Wenn du halt mehr Platz hast, ja, machst du diese Ballführung im Lauf, berührst du mit dem Vollspann, berührst, hier? Ja, hier, berührst du pro Schritt einmal den Ball. Ah, das ist um einiges schneller. Schuss, Schritt, Schuss, Schritt. Johannes, nach vorne gucken. Es gibt immer so viele Sachen gleichzeitig damit zu beachten. Damit du nicht gegen den Gegenspieler läufst. Das ist tatsächlich was mir passieren könnte.
Ich finde es ja gut, wenn man mal ein bisschen Platz hat, mal den Ball ein bisschen nach vorne spielen kann und dann mal rennen. Hilfe! Gut. Bleib her! Hallo, Ball! Er macht nicht, was ich will! Und jetzt machen wir es ein bisschen schwieriger. Ja. Du machst die zweite Ballführung bis zum blauen Hütchen. Gut. Streicheln. Und danach den Fuß wechseln. Links, rechts, links, rechts. Sprint bis zum gelben Hütchen. Um das gelbe Hütchen. Und danach wieder streicheln und wechseln. Dann mal los. Oh, Hilfe. Vollsprint. Um das Hütchen. Und dann wieder. Also mache ich das jetzt so rum? Ja, so. Genau so. So rum? Und dann halt das Gleiche auch mit der Linie. Ah, okay. Den ersten Trainingsminuten habe ich gedacht, dass Johannes es gut macht. Und jetzt Vollsprint. Kein Problem. Geht's? Sand gefressen. Bäh. Ich glaube, hier wird deutlich, was so ein ganz normaler Straßen- und Hinterhoffußballer wie ich, also ich habe oft rumgebolzt, für Probleme hat. Wenn man nämlich nie Technik gelernt hat, dann stellt man sich so an, wenn man mal einen Ball streicheln muss. Wenn du es halt flüssiger machen willst, kannst du es ja auch so machen. Ah, du streichelst gar nicht ganz drüber, sondern tippst nur ein bisschen an mit der Seite. Das machst du gut bisher. Oh. Hast du gut gemacht. Danke. Mo, wie alt warst du, als du nach Deutschland gekommen bist? 7 Jahre alt. Und wie war das? Wir haben ein Flugzeug nach Dubai genommen. Und danach sind wir von Dubai halt nach Deutschland geflogen. Wie war das so an deinen ersten Tagen, wo dann alles neu war? Erst war es sehr schwer, weil ich mit niemandem reden konnte. Dann hatte ich auch keine Freunde, mit denen ich spielen konnte. Ich konnte halt mit keinem kommunizieren. Das war halt sehr schwer und nach ein paar Monaten habe ich erstmal wieder Freunde gefunden, konnte erstmal ein bisschen Deutsch reden. Und wie hast du Freunde gefunden? Mit Fußball tatsächlich. Fußball hat dir geholfen, Freunde zu finden? Ja. Auch in der Zeit, wo du noch gar nicht richtig Deutsch gesprochen hast? Ja, wir haben immer in der Pause zusammen gespielt und danach haben wir uns kennengelernt. Ich meine, was kann Fußball, dass jemand, der eine Sprache nicht spricht, trotzdem eine Freundschaft bekommt mit Leuten? Man kann sich Respekt zeigen, man kann fair spielen und danach kann man mit einem sich gut verstehen. Und ich glaube auch, Fußball kennt einfach jeder. Da kann irgendwie jeder mitmachen, oder? Definitiv, ja. Ich glaube, Fußball ist das beliebteste Sportart weltweit. Dann zurück? Ja. Okay, Johannes, wir machen jetzt eine Übung und die geht so. Man passt mit der Innenseite und hat den Fuß in der Mitte. Also nicht von unten passen, auch nicht von oben, sondern in der Mitte passt man so. Ich treffe den Ball in der Mitte mit der Innenseite. Ja. Mein erster Eindruck ist, dass Momo ein total netter ist. Und ich bin ganz froh, weil es gibt ja auch Trainer, die schimpfen gerne so ein bisschen. Noch mehr anstrengen, was? Okay, Johannes, das hast du sehr gut gemacht. Und jetzt machen wir die zweite Übung. Ich hatte noch keinen Trainer, der mich so oft immer so nett mit Namen angesprochen hat. Johannes, du musst dich konzentrieren. Immer vor mir passen, nicht hinter mir. Immer vor dich passen? Ja. Okay. Finde ich nett, das ist sehr persönlich. Momo, vielen Dank. Johannes, jetzt kommen wir zu den hohen Bällen. Ich werfe dir den Ball zu und dann musst du halt in der Luft mit der Innenseite zu mir spielen. Ohne ihn anzunehmen, ich spiele ihn direkt zurück? Ja. Okay. Aus der Luft. Entschuldigung. Ja, man kann es ja mal sagen, es ist Mist. Das ist nicht meine Stärke. Und jetzt, Momo? Ich sag dir halt ein paar Farben und danach musst du halt dahin laufen und wir müssen halt durch die Hütchen spielen. Blau. Okay, welche Farbe jetzt? Gelb. Rot. Gelb. Ich glaube, der beste Freund des Fußballtrainers ist das Hütchen. Gelb. Du lässt mich ganz schön laufen, Momo. Man muss ja schon sagen, das ist schon so eine Johannes-Quel-Übung. Ne? Blau, weiß, gelb, rot und schick den armen Kerl mal hin und her, bis er außer Puste gerät. Also da kam ich schon ins Schwitzen. Hi, Leute. Hi, Mohamed. Wir wollten mal so gucken, was ihr so macht. Hey. Hallo, ich bin Johannes. Dorn. Hi, Dorn. Justin. Hi, Justin. Seth. Hi, Seth. Das sind die Kumpels aus meinem Verein. Hallo. Und wie läuft's? Naja, ich sag mal so, der da lässt mich ganz schön laufen. Ich bin schon richtig durch. Ehrlich gesagt sind wir auch fertig.
Und ich habe persischen Reis mitgebracht. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr mitessen. Ja, gerne. Habt ihr Lust? Persischer Reis klingt sehr gut. Klappt. Das ist ja die schönste Trainingseinheit, die ich mir vorstellen kann. Boah, das riecht voll lecker. Ist aber ein bisschen angebrannt, oder? Ja, das ist auch das Leckere dran. Ach, das gehört so? Ja. Und wie sagt man jetzt dazu im Iran? Tadik. Tadik. Was heißt das übersetzt? Heißt das Reis oder was? Das ist unterste vom Topf. Ah, also das Angebrannte ist das unterste vom Topf. Ja. Na gut, dann her damit. Her damit. Oh, vielen Dank. Schmeckt? Ja. Ah, sehr gut. Mm. Und das Angebrannte ist wirklich das Beste. Ja. Mm. Knusprig. Also Momo, du bist im Iran geboren. Duan, bist du in Deutschland geboren? Ja. Und Justin, bist du aus Köln oder nicht? Aus Köln. Und Seth, wo kommst du her? Ich bin aus dem Irak in Kurdistan geboren. Also, das heißt, du sprichst Kurdisch? Kurdisch, Arabisch und Deutsch. Und du, Momo, du sprichst Deutsch, Farsi, weil das spricht man im Iran? Ja. Und Englisch und Französisch aus der Schule? Ja. Und Duan, sprichst du noch eine andere Sprache? Ja, Türkisch. Du kannst Türkisch? Ja. Obwohl du hier geboren bist, sprichst du Türkisch? Ja, meine Großeltern sind in der Türkei geboren. Und mit denen quatschst du auf Türkisch? Ja. Und Justin, kannst du Kölsch? Und Seth, seit wann bist du in Deutschland? Seit 3 Jahren. Erst seit 3 Jahren? Ja. Und wie war das so, als du in Deutschland angekommen bist? Komisch, andere Welt. Wie bist du denn hierher gekommen? Mit alles Mögliche, Schiff, Auto, Flugzeug. Wir waren erstmal in Türkei 2 Wochen und dann sind wir von Türkei losgefahren nach Griechenland. Dann mussten wir 1 Monat in Griechenland warten und dann konnten wir erst mit Flugzeug nach Deutschland kommen. Oh je. Hattest du auf der Flucht Angst? Ja, schon. Also da kommt man mit Boot, da wo 12 Leute reinpassen. Die machen da 50 Leute rein. Und dann ist sehr wahrscheinlich, dass dieser Boot halt umkippt und so. Dass sie, also von 20 Boote, die kommen, fallen 2, 3 Boote dann halt ins Wasser. Krass. Und am Anfang, als du dann in Deutschland warst, hast du dann auch gleich angefangen, Fußball zu spielen? Mein Vater hat mich bei Fußball angemeldet, damit ich mich halt mit Fußball beschäftige und dann nicht immer an Heimat denke und so. Und hat das funktioniert? Ja, durch Fußball habe ich auch also die deutsche Sprache gelernt, andere Menschen kennengelernt. Ey Mo, das hast du doch auch erlebt, als du nach Deutschland gekommen bist, ne? Ich glaube, das macht den Sport extrem besonders, ne? Findest Freunde. Morgen, Johannes. Hi, Momo. Grüß dich. Heute ist es ein bisschen ungemütlicher als gestern. Ja, das ist ja auch extrem wichtig, dass wir uns jetzt warm machen werden. Okay, dann los. Okay, Johannes, wir machen jetzt zum Warmwerden eine Übung. Und zwar, wir flippern den Ball zwischen den Beinen. Flippern? Ja. Flippern gefällt mir. Und danach ums Hütchen und danach rückwärts. Das sieht gut aus. Also, so. Ja. Ums Hütchen herum. Ja. Ich muss ja ehrlich sagen, ich dachte, Flippern wäre was anderes. Was ist das mit der Kugel, ne? Kennt ihr? Ja. Jetzt kommen wir zu der zweiten Übung. Man tippt mit der Sohle den Ball an. Ja. Und legt den ein Stück nach vorne. Das sieht lustig aus und anstrengend. Rückwärts auch noch. Ja. Zack, zack. Zack, zack. Und das sind schnell. Zack. Ja, ja. Zack. Ich glaube, wenn man da so Schuhplattler-Musik drunter macht, sieht das noch witziger aus. Dieser Mohammed. Hat der vielleicht Verwandte in Bayern? Weil du schau her, das ist doch eine Übung für einen Schublattler oder was? Du schau her, ein Ball antippen, weiterfahren. So. Du schau her, was ist jetzt das? Kruzifix. Das ist eine Übung, sag ich dir, Kruzifix, gell? Okay, ist schon mal gut. Johannes, kannst du das auch im Rückwärts? Probier ich. Boah, das ist echt schwer. Boah! Oh. Okay, Johannes, das ist nicht deine Stärke. Das hast du sehr freundlich ausgedrückt, Momo. Hm. Was heißt das jetzt? Muss ich das jetzt den ganzen Tag üben? Nee, es gibt Wichtigeres. Finden und Körpertäuschung. Finden sind wichtig, damit man Gegenspieler täuschen kann. Machen einen großen Ausfallschritt zu der falschen Seite. Nimm es mit Außenriss zu der richtigen Seite mit. Du Fuchs. Also, zack, zack. Und zack, bam. Machst du gut. Danke. Machst so, machst noch einen Schritt und gehst dann halt zur Seite. Also nicht so, sondern so. So.
Außen, innen, Schritt und zack. Außen, innen, Schritt und zack. Außen, innen, Schritt und zack. Eigentlich ist es ja beim Fußball Sinn und Zweck, mit einem Trick den Gegner schwindlig zu spielen. Bei mir war es umgekehrt. Ich habe mich selber schwindlig gespielt. Ja. Stoppen über den Ball und so mit. Und jetzt holen wir uns einen richtigen Gegner dazu. Kein Hütchen? Nee. Das ist Dorn. Hallo, ich bin Johannes. Hallo. Und Dorn ist der richtige Gegner? Ja. Okay. Ja! Ja, Hilfe! Wenn du rechts blinkst, musst du links abbiegen, sonst ist das keine Täuschung. Ah, das ist logisch. Rechts blinken, links abbiegen. Blinken, falsch abbiegen. Haha! Das ist echt was anderes mit einem lebenden Verteidiger. Das ist schon ein großer Unterschied, ob da ein Hütchen steht oder ein echter Dohan. Jetzt kommen wir zu dem Drehtrick. Ja. Tap up springen und so rum. Super. Mach's gut. Danke. Aber normalerweise machen wir das auch in beiden Richtungen. Also alles nochmal in die andere Richtung? Ja. Ehrlich? Oder veräppelst du mich gerade? Okay, das war nur ein Spaß. Oh Mann, ey. Normalerweise ist es wichtig, die Tricks auch mit links zu spielen, aber dafür haben wir keine Zeit. Hi. Hi. Das sind deine Gegner für die Herausforderung. Die? Ja. Und sind die stark? Der Linke mit der schwarzen Jacke. Der ganz Kleine? Ja, ja. Da ist Armand und der ist sehr schnell. Mhm. Und der ganz Große mit der schwarzen Jacke heißt Johannes. Johannes? Ja. Der muss gut sein. Er ist zweikampfstark und hat einen guten Schuss. Das glaube ich sofort. Das wird morgen nicht leicht. Dann lass uns weitermachen. Los. Okay, Johannes. Jetzt kommen wir zum Torschuss. Deshalb der Torwart. Dilcha. Hallo, Johannes. Hallo, Dilcha. Ja, endlich. Ich wusste ja, dass wir eine Menge machen müssen im Trainingsplan, bis wir endlich mal zum Tore schießen kommen. Aber natürlich geht es im Fußball doch am Ende schon drum, dass das Runde in einem Eckigen ist. Härter schießen, Johannes. Präziser. Oh. Ja. Ausbaufähig. Tor! Ja! Okay, Johannes, jetzt kommt ein Verteidiger dazu. Lass mich raten, Dorn. Ja. Ah! Täuschung. Ich glaube, wenn man eine Körpertäuschung richtig gut hinbekommt, dann kann es im Spiel entscheidend sein. Einmal im richtigen Moment einen Verteidiger links liegen lassen und aufs Tor und dann rappelt es schon in der Bude. Hoffentlich. Klingeling. Aua, in den Sicherungskasten geschossen. Klingelingeling. Okay. Bling. Bonus. Oh. Super. Johannes, das hast du sehr gut gemacht. Ach, danke. Dilcha, danke. Danke an euch beide. Ich glaube zu 100%, dass Johannes die Herausforderung packen wird, weil wir uns sehr gut vorbereitet haben und sehr hart trainiert haben. So, wie ist es denn morgen bei dem Spiel? Ich stelle mir das so vor, bei einem normalen Fußballteam kennt man seine Mitspieler. Ja. Ich kenne dich. Ich habe Dohan schon mal kennengelernt und ich bin froh, dass er morgen in meiner Mannschaft spielt. Und Dilcha am Tor. Aber sonst habe ich auf dem Platz ja noch keine kennengelernt. Ja, das stimmt. Wenn du keinen aus der Mannschaft kennst, dann weißt du auch nicht, wie der spielt. Gibt es irgendeine eine Leitregel? Wenn du den Ball hast und ich rufe Momo, Momo, ich stehe frei, dann schießt du zu mir? Vielleicht? Vielleicht. Was sind dir deine Jungs wert? Sehr viel. Warum? Wir sind eine Mannschaft, wir machen alles als Mannschaft. Auch wenn einer Mist baut, stehen dann die anderen zu dem? Ja. Wir verlieren als Mannschaft, wir gewinnen als Mannschaft. Und wenn ich jetzt morgen Mitglied in der Mannschaft bin und mich doof anstelle, dann zeigt auch keiner am Ende mit dem Finger auf mich und sagt, Johannes, du bist schuld, dass wir verloren haben? Nee, glaub nicht. Das beruhigt mich ein bisschen. Also nicht, dass ich schlecht spielen will, aber da hängen halt immer noch 10 andere mit dran, ne? Ja. Der Tag der Herausforderung. Während die Vorbereitungen für das Spiel laufen, machen sich die Mannschaften schon warm. Johannes und sein Trainer Mohammed sind noch unterwegs. Ich weiß ja, dass das jetzt nur ein Spiel ist, aber so ein bisschen nervös bin ich auch vor der Herausforderung. Geht dir das manchmal vor dem Spiel auch so? Ja. Jedes Mal? Jedes Mal schon, weil man möchte ja auch jedes Spiel gewinnen, um 3 Punkte zu sichern. Und gewinnen ist dir wichtig, oder was? Ja, weil ich mal irgendwann mal Profifußballer werden will. Das ist dein Traum? Ja. Und was ist, wenn das nicht klappt? Ich meine, so viele Profifußballer gibt es nicht.
Ja, dann mache ich mein Abi und studiere einen Beruf. Welchen? Orthopäden. Du willst Orthopäde werden? Ja. Weil du dann als Arzt den Fußballern, die sich beim Sport wehgetan haben, helfen kannst? Ja. Also dreht sich alles um den Fußball. Endlich am Fußballplatz angekommen, lernt Johannes seine Mannschaft kennen. Das ist unsere Mannschaft. Die machen sich schon warm. Hallo Jungs, kann ich mitmachen? Ist hier noch ein Platz? Gut, dann. Können die was, die Gegner? Ja, die sind zweikampfstark. Schießen können die auch. Das klingt nicht gut. Und was können wir? Alles. Ja, dann habt ihr ein Ritual vom Spiel? Ja. Wie geht das? Komm in die Mitte. Ich gehe in die Mitte? Ja. Was wollen wir? Gewinnen! Was wollen wir nicht? Gewinnen! Attack! Vor! Attack! Vor! Attack! Vor! Das Spiel besteht aus zwei Halbzeiten von jeweils 20 Minuten. Johannes' Mannschaft muss gewinnen und Johannes mindestens ein Tor dabei schießen. Kommt, Jungs! Yeah, sicher! Johannes! Oh. Scheibenkleister, ne? Also ich meine, man kann sich auch schwer machen. Johannes, halt das so. Ich war einen kurzen Moment richtig am Boden, aber dann dachte ich, nee, ab nach vorne gucken und Leute motivieren und ich glaube, wir können das schaffen. Johannes, lauf! Was machen wir? Doppelpässe und immer von hinten nach vorne spielen. Okay. Schaffen wir das noch? Wir liegen 1-0 hinten. Ja. Okay. Kommt, Jungs! Komm, Johannes, schieß! Schieß! Ja! Was für ein schönes Tor, oder? Also ich meine, das war so schön, dass Justin da an der richtigen Stelle war, denn ich hab's ja versucht, aber es hat nicht gepasst und dann hat er aber den Abpraller bekommen. Geil. Hey, wir sind wieder im Spiel. Wir machen noch die 2-1. Komm, 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 komm. Komm, Johannes! Komm! Schade, nächster geht rein. Im ersten Moment war ich echt enttäuscht und dachte, es darf nicht wahr sein. Auf, Jungs, noch nicht verloren, komm! Aber wir hatten ja auch noch ein bisschen Zeit. Deswegen dachte ich dann so, wir müssen das jetzt packen. Los, auf und Kopf bloß nicht in den Kunstrasen stecken. Johannes, schieß! War nicht vorbei. Egal, Johannes. Bang! Ich ärgere mich schon, aber vor allem für Momo, weil ich glaube, der hätte sich sehr gewünscht, dass sein Schützling es schon schafft. Und ich hatte sie auf dem Fuß. Das ist kein Johannes. Mann, Momo. Ich bin gar nicht enttäuscht, weil Johannes sich gut angestrengt hat. Und zum Fußball gehört es auch, wenn man verliert. Herzlichen Glückwunsch. Gut gespielt. Glückwunsch. Ich finde, das ist auch Sport. Wenn die anderen besser sind, dann muss man das auch eingestehen können. Und die anderen waren besser, obwohl wir gut waren. Momo, wie sauer bist du auf mich, dass ich die Dinger nicht reingemacht habe? Gar nicht, weil als Mannschaft gewinnt man zusammen und verliert auch zusammen. Siehst du, und genau das ist es, was ich in den letzten 2 Tagen gelernt habe. Nämlich nicht nur ein bisschen besser gegen den Ball zu treten, sondern auch echten Teamgeist. Und zwar egal, woher man kommt oder welche Sprache man spricht. Vielen Dank. Danke, Momo. Gern geschehen. Wenn ihr jetzt zu Hause sagt, das will ich auch, ich will Teamgeist spüren und ich will Fußball spielen lernen, dann kommt mal auf unsere Webseite, auf kannesjohannes.de. Da haben wir euch nämlich eine Menge Infos zu Fußball zusammengestellt. Und schaut euch mal um, denn in Deutschland gibt es in jedem kleinen Dorf, an jeder Ecke einen Fußballverein. Da gibt es keine Ausrede, wenn ihr spielen wollt, dann könnt ihr. Ich hoffe, wir sehen uns auf dem Platz oder das nächste Mal, wenn es wieder heißt. Kannes Johannes.